Willkommen bei meinem Experiment, mit dem ich klären wollte, ob man eine Drohne unmittelbar als Angelgerät verwenden kann. Zum Versuchsaufbau. Ich befestigte einen kleinen Popper mit 5 Meter Monofil an der Drohne, an der ich eine Metallhalterung montiert hatte. Als Probanden hatte ich mir Schwarzbarsche ausgesucht. Der Quadcopter trägt maximal etwa 1,5 Kilogramm. Da ich das Risiko vermeiden wollte, dass die Drohne durch einen unerwartet großen Fisch zum Absturz gebracht würde, montierte ich ein Haushaltsgummi als Reißleine, an dem ich die Monoschnur mit Karabiner befestigte. Wie man sieht, ist kein teures Markengerät nötig, um die Drohne zu steuern. Für mich war es der erste Überwasserflug, bei dem einige Einstellungen beachtet werden müssen. Das visuelle Positionierungssystem muss ausgeschaltet werden. Das Gummi sollte harte Schläge im Drill abfedern und im Extremfall abreißen. Schon vom Start an zeigte sich, dass die Drohne ein starker Störfaktor in nahezu unberührter Natur ist. Es hört sich an wie an einem Bienenstock und selbst auf 2 Meter Flughöhe verwirbeln die Rotoren die Wasseroberfläche. Ich wollte gezielt die gegenüberliegende Uferseite befischen, die man mit einer normalen Angel schwer erreichen kann. Über eine Viertelstunde tat sich nichts und die Batterie ging schon zur Neige. Ich vermutete, die Barsche würden durch das kristallklare Wasser die Drohne für einen Raubvogel halten. Dann endlich die ersten Bisse. Schließlich blieb ein Barsch hängen, der mit seiner Kampfkraft oder seinem Gewicht die gesetzten Limits leider sehr schnell überschritt. Das Gummi riss, womöglich auch durch ein zu starkes Flugmanöver meinerseits, mit dem ich versuchte, einen Anschlag zu simulieren. Der Fisch entkam mit dem Köder, ich hoffe, dass er ihn so schnell wie möglich abschütteln kann. Möglicherweise schlug der Versuch auch deshalb fehl, weil die GPS-Signale in diesem sehr engen Tal doch sehr begrenzt waren, wie sich später herausstellte. Dadurch könnte es zu unkontrollierbaren Reaktionen der Drohnenelektronik selbst gekommen sein. Wie man sieht, bin ich ziemlich gestresst und auch enttäuscht über den ungewollten Ausgang des Experiments. Schon aus Tierschutzgründen werde ich es daher nicht wiederholen.